Hast du schon mal über Jesus nachgedacht? Da muss ich den Sprung kriegen, dass es kein Bekehrungsvideo ist. Heute gehen wir zusammen in die Kirche. Nicht im echten Leben, aber in Geotastik. Hallo liebe Rätselfreunde, hier bei Betreutes Denken zusammen Rätseln statt Langeweile. Und wenn ich wir sage, meine ich Anna und mich. Hi Anna! Hallo! Schön, dich wieder auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ist ja schon ein bisschen Zeit her, aber die Zuschauer haben bestimmt nicht vergessen, dass wir noch etwas ganz Großes vorhaben, nämlich bei 1000 Abonnenten Face Reveal von Anna. Stimmt das immer noch? Bist du immer noch dabei? Ja, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ich fürchte, das ist aber auch noch ein bisschen. Oder sollen wir das runterschrauben auf 100 Abonnenten? Nee, das passt so schon. Aber ich stehe dann schon zu meinem Wort. Revealen wir dann bei 100 Abonnenten deine Füße? Können wir machen. Nee, Spaß, das will niemand sehen. Okay, was unser Plan ist, wir haben eine super Karte hier gefunden. Churches in Europe. Bist du bereit, Anna? Da würde ich schon starten. Ja. Gut, dann starte ich mal das Spiel. Und dann ist die Frage, welche Kirche ist das in Europa? Wo liegt die? Und Anna sieht nicht genau das gleiche Bild. Anna kann unabhängig von mir rumlaufen, aber wir raten so zusammen, was das ist. Ich laufe mal zu dem Bar-Restaurante. Oh, das könnte Straßburg sein. Ja. Von den. Ich gehe mal hoch zu der Kirche vielleicht. Gibt auf jeden Fall Schweizer Taschenmesser zu kaufen. Sieht aber auch ein bisschen. Oh. Sieht aber auch ein bisschen ungarisch aus. Nein. Irgendwie. Aber das. Nee, passt irgendwie nicht. Nee. Ja, du hast welche recht. Welche Richtung bist Spanisch. Du gegangen? Ich bin mal zur Kirche hoch. Da steht Constrizioni e Servizi. Und da steht eine Domain, die ich jetzt bis jetzt noch nicht lesen kann, aber vielleicht finde ich die noch. Na, aber das klingt jetzt eher italienisch. Das klingt eher italienisch, wollte ich auch gerade sagen, ja. Ja. Ich guck davor, mal, ob ich die. Oh, Alice.sm. SM. Was könnte San Marino. Das? Oh, San Marino! Ich war jetzt gerade kurz komplett Blackout gehabt. SM wusste ich jetzt gar nicht, was das ist. Also, also. Sag jetzt nichts mehr. San Marino, warst du schon mal in San Marino? Wo könnte da eine bekannte Kirche sein? Wie könnte die heißen? Nein, ich war noch nie in San Marino, aber ich schätze, dass die relativ zentral sein müsste. Verschiedene Orte. Ich gehe mal in dieses Cai Lungo. Sieht irgendwie groß aus. Also es gibt eine Basilika di San Marino Pieve. Wo ist denn die? Da gibt es auch ein Ufficio del Turismo. Das habe ich vorher gesehen. Also würde ich da mal den Job setzen. Ah, wenn ich noch das finden könnte. Ja, da wo es so gelb eingefärbt ist. Wah. Du warst irgendwo in den Bergen. Aber wir spielen ja zum Glück nicht kompetitiv, oder? Nein. Der Edu war näher dran als du. Der Edu? Da muss ich mal kurz. Da wird sich der gute Edu freuen, dass du sein Pinpoint-Zeichen verwendet hast. Welches Tier nochmal aussieht, Anna? Ich meinte vorher ein schwarzes Schaf, aber da wird es sich wahrscheinlich nicht freuen. Nein, das wird ein Edu, der ist in Rage, dem schwillt der Kamm, wenn er das sieht. Nee, das ist natürlich sein individuelles Zeichen, weiß nicht, was es ist. Aber es ist auf jeden Fall gut, so wie es ist. Machen wir mal das zweite Rätsel. Irgendwie finde ich das Thema cool, weil Kirchen haben ja auch immer was von der Landschaft außenrum, sind oft aus Steinen gebaut, die in der Nähe zu finden sind und unterscheiden sich ziemlich krass voneinander. Oh, da steht Blinde Eselstraat. Das klingt holländisch. Wie smart. Sieht auch ein bisschen nach Grachten aus, oder? Ja, ich hätte jetzt eher an Belgien gedacht. Sowas wie Brücke sehen und sterben. Vielleicht ist es sogar Brücke. Ja, in Brücke war ich schon mal. Da müsste ich mich eigentlich dran erinnern. Ah, die belgische Flagge ist, wenn man durch den Torbogen läuft, sieht man eine riesige belgische Flagge auf jeden Fall. Okay. Ja. Und dann in diesem. Ja, vielleicht gehst du da auch mal rein, durch diesen Bogen durch und dann bist du da drin. Das sieht man ein ziemlich charakteristisches Gebäude. Du warst schon mal in Brüssel, oder? Das ist es nicht, oder? Ich war in Brüssel und in Brügge und ich habe eigentlich auch kürzlich den Film angeguckt. Haben wir den nicht sogar zusammen gesehen? Brügge sehen und sterben? Ja, aber ich kann mich ja an Filme auch immer nicht so gut erinnern.
Ja, was könnte es dann sein? Ich guck mal im Souvenirladen, ob ich da irgendwas Städtespezifisches finden kann. Ist ein bisschen zu klein, ich kann es leider nicht erkennen. Aber Brüssel würde ich eigentlich eher ausschließen. Ich glaube, ich sehe Antwerp. Ah, da war ich eigentlich auch schon, ja. Es könnte es Antwerp, ist es nicht Antwerpen? Die Diamantstadt? Antwerpen? Da gibt es eigentlich ganz so viele Gildehäuser und einen wunderschönen Bahnhof. Das sieht wirklich so nach Gildehäusern hier aus, wo ich hier bin. Ja. 15 okay. Sekunden, ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen beeilen. Jetzt müssen wir das auch noch finden. Belgien? Was haben wir gesagt? Antwerpen, oder? Antwerpen. Und dann hier in die Mitte irgendwie. Das ist nicht nah am Hafen wahrscheinlich, aber... Aha. Oh nein, es war doch Brügge. wo hast du dann Antwerpen gesehen? Ich dachte, du warst schon in Brügge. Ja, aber ich habe irgendwie andere Sachen im Kopf. Aber also, du hast gerade andere Sachen im Kopf. Sollen wir dann das Spiel lieber abbrechen, dass du dann an die anderen Sachen denken kannst? Nein. Oder soll ich kurz einen Witz erzählen? Was ist orange und wandert umher? Eine Wanderine. Ha ha lulululu. Das war's schon. Okay, ich glaube, das lässt du besser. Ohne Witz ist es besser. Kann man rausschneiden. Gut, dann könnte das Finnland sein oder... Ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Und ich sehe auch gerade Notre Dame de Lourdes. Ja, genau, die Wallfahrtskirche in Lourdes, in Frankreich. In Frankreich, du weißt mehr wie ich. Du bist ja, was Kirche angeht, noch etwas bewanderter wie ich oder als ich. Es ist die Frage, ja, Lourdes ist mir auch bekannt, das Lourdes Quellwasser oder sowas oder Weihwasser, wie das heißt, das ist mir schon ein Begriff, aber ich könnte das jetzt nicht verorten in Frankreich. Aber würde sagen, das ist eher südlicher denn nördlicher. Ja, das ist ziemlich südlich, das ist schon in der Nähe der Pyrenäen, soweit ich weiß. Also Pyrenäen, ich fahre mal ab, Perpignan gibt's ja, Toulouse. Aber ist es in den Bergen? Oh, hier ist es. Ja, wirklich direkt am Rand. Das hast du auch gefunden? Ja. Okay, Lourdes. Und dann wird es wahrscheinlich... Ah, da steht schon. Notre Dame de Lourdes. Zack, dann können wir finishen, oder? Mhm. Hey, wir haben beide nicht die volle Punktzahl. Ah, wir müssen dran denken. Ja, es war ein Stück an der Straße. Genau, nicht auf die Kapelle zu klicken, sondern an den Drop zu klicken. Super. Also wer auch immer die Karte gemacht hat, ich blende es mal ein. Super Karte. Gefällt uns sehr, sehr gut. Kann man einiges mitnehmen, einiges lernen. War auch ein bisschen touristisch eigentlich auch interessant, oder? Absolut, ja. Macht auf jeden Fall Lust. Wir machen es ja meistens im Urlaub so, dass du in die Kirchen reingehst und ich eigentlich davor stehen bleibe. Ja. Und du ganz froh bist, dass du also deine paar Minuten hast. Eigentlich müsste ich ja dann besser sein in dem Spiel. Weil es ja immer vor der Kirche ist. Also eigentlich müsstest du den Vorplatz ganz gut kennen. Den war bis jetzt nicht so, aber... Kann ja noch werden. Oh, das kommt mir auch bekannt vor. Das sieht ein bisschen aus wie Helsinki, aber weil da gibt es eine... Dann wohl nicht. De Station. Ah, nee, dann kommt es mir bekannt Montmartre, vor, weil es am Montmartre ist in Paris. Genau. Also ich habe es erkannt von deinen Geschichten von Montmartre, dass es auf einem Berg ist und das ist total schön, Aussicht auf das die Stadt. Das Haus im Hintergrund sieht auch sehr nach Paris aus. Ich vermisse nur, den Eiffelturm. Was vermisst du? Den Eiffelturm vermisse ich. Den hätte ich jetzt hier erwartet, dass man den sieht. Der ist sehr viel weiter entfernt. Aber man sieht, glaube ich, im Hintergrund La Défense, also den Stadtteil, wo es so viele Hochhäuser gibt. Okay, dann rüber. Man sieht die eine Kirche mit zwei Kirchtürmen. Ja, okay, aber die Schwierigkeit ist hier wahrscheinlich auch so ein bisschen Montmartre in Paris ist es ja zuzuordnen, oder? Oder ist es ganz groß? Sacré-Cœur heißt die Kirche, die findest du eigentlich. Norden? Also im Zentrum, aber dann davon im Norden und da findet man Sacré-Cœur eigentlich ganz gut. Im Zentrum, also im Zentrum und ist für mich...
Ich merke ich gerade, man muss wahrscheinlich unterhalb der Stufen klicken auf der Rue du Cardinal. Ich hab's überhaupt nicht, wo das ist. Le Saint-Gardre? Es gibt so einen großen Park drunter, das ist Montmartre. Süden, Norden, Westen, Osten. Von dem, wo Paris dir steht auf der Karte. Nach Norden? Nach Norden. Und das ist diese Bahntrasse. Sacré-Cœur, jetzt habe ich's. Ah, ja, und dann muss man noch ein bisschen weiter klicken hier wahrscheinlich. Dann muss man, da gibt es so ein, die Treppen quasi, das ist diese gestrichelte Linie und auf die Straße drunter würde ich jetzt mal klicken. Ja. Beide 6000 Punkte. Besser kann es ja wohl kaum sein, oder? Das war für dich relativ einfach, weil du ja schon mal da warst, oder? Ja, tatsächlich war ich, glaube schon dreimal da. Einmal auf Studienfahrt, einmal mit meiner Familie und einmal mit der Firma. Nur in der Stadt der Liebe, nicht. Nur ohne dich. Nur ohne mich. Hat auch seine Gründe wahrscheinlich. Aber da musst du jetzt nicht drüber reden. Fünftes Rätsel. Ich sehe ein gelbes Kennzeichen direkt, spricht für Luxemburg oder Niederlande. Hier steht Klausen-Neudorf. Spricht er dann für Luxemburg? Nach Luxemburg, eher. Oder? Ja. Ja, eher. Ja. Und der Eich, also Französisch haben wir auch noch da. Ja, und Belgien fällt raus, weil die ja irgendwie rote Kennzeichen hätten. Sogar Luxemburg-Stadt. Könnte Luxemburg sein. Ist auch so ein bisschen der Graben. Oh ja, die Kirche habe ich, glaube auch schon mal auf einem Fotomotiv gehabt. Wir waren ja auch schon mal in Luxemburg-Stadt. Wir waren schon mal in Luxemburg-Stadt mit dem lieben Yannick. Herzliche Grüße, falls er das sieht. Der ist nämlich Luxemburger. Und hier sehe ich als Bestätigung Ville de Luxembourg. .lu. Jetzt müssen wir nur noch die Kirche finden. Da gibt es ja so eine ganz charakteristische Stadtmauer in Luxemburg. Wo es so total weit so runter geht. Weißt du noch, was ich meine? Ja, hier gibt es so einen Berg. Kathedral unserer lieben Frauen vielleicht. Ah, sprechen wir uns mal nicht ab. Klicken wir beide eine Kirche in Luxemburg an. Ist ja auch nicht so viele geben, oder? Hier vielleicht irgendwo. Hier war das. Ah, das war direkt Michaelskirche, hieß es, glaube ich, oder? Kann das sein? Genau, kleinere Kirche am historischen Ort. Starten wir doch mal die sechste Runde, oder? Gerne. Oh, zum ersten Mal in der Kirche. Das gefällt mir sehr gut. Ist es Und das da Pantheon? Ist doch eine ganz charakteristische Wache, oder? Ist das irgendwie... Wenn du das sagst. Mir fällt gerade nicht ein, was, aber ich meine, das ist doch... Also es scheint auf jeden Fall... Oh, jetzt kommt's. Die Würdenträger hier, oder nein, die Wachmänner, die sehen sehr charakteristisch aus. Es sind, glaube ich, Vatikan-Wachmänner. Ja, ich überlege gerade auch Buckingham Palace, die sehen anders aus. Die sehen anders aus. Oder es sind Schweizer Garden. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber sieht schon fast vom touristischen Aufkommen so aus, als wäre das irgendwie im Vatikan. Vatikanstadt. Der heißt Petersdom. Da steht doch hier Petersdom, genau. Da steht auch Pio in Pont Max irgendwas. Petri. Papst Pius. Das macht schon irgendwie Sinn, aber ich war zwar schon im Petersdom, aber hier? Das ist ein bisschen her. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr im Detail erinnern, wie es da, ob die Kuppel genauso aussah. Aber dieser Altar, das ist schon sehr, sehr protzig. Also das spricht eigentlich gut. Jetzt habe ich mir gemerkt, hat mir der Castiel schon erklärt, wie man den Vatikan findet. Ja, das ist mir nochmal erklärt. Man muss am Fluss entlang laufen hier, am Tiber, und dann immer weiterlaufen, dann irgendwann kommt Rom. Aha. Und dann geht man ein bisschen links davon und dann ist man beim Vatikan. San Pietro, genau. Und dann... Basilica di San Pietro. Und wir sind ja eigentlich dann kurz vor der Kuppel in dem langen Kirchenschiff. Ja, so würde ich auch sagen, ja. Dann finishen wir mal, oder? Muss noch draufklicken. Beide 6000 Punkte, wobei
ich ja nur 40 Zentimeter weg war. Ja, es war wohl direkt dieser Spot hier gemeint. Wir spielen das jetzt ja auch nicht kompetitiv, sondern eigentlich eher so zum Spaß an der Freude. Das ist aber dann die letzte Kirche. Schottering sieht deutsch aus. Schottenring. Schottering. Schottenring. Ist es deutsch oder österreichisch? Du und deine Lesekünste, die kennen die Zuschauer auch schon recht gut. Ja, ich verlese mich ständig. Vor allem, wenn ich beobachtet werde. Bank Austria. Wir haben leider kein Zoom-Bild. Jetzt, das heißt, wir müssen hier ein bisschen schauen. Alte Feldapotheke steht hier. Oh, hier ist so ein Mosaik. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wir waren doch ja in Wien und da gab es auch einen großen Dom und da bist du tatsächlich draußen geblieben. Das ist der Stephansdom. Das ist der Stephansdom. Und müsstest eigentlich die Kirche von draußen sehr lange betrachtet. Ja, die habe ich auch. Und zwar kann ich dir erzählen, guck mal, zoom mal aufs Dach. Da sieht man die Dachpfannen und die sind so farblich angeordnet, gelb und grün. Siehst du das? Oder es reflektiert ein bisschen stark, aber man sieht, dass da ein Muster drin ist im Dach. Ja. Das habe ich wirklich mitgenommen, als ich da draußen stand, dass es einfach besonders war, ins Auge stach. Und ich hoffe, dass es jetzt auch der Stephansdom dann ist. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Schauen wir doch mal ein bisschen noch weiter. Manner, Schnitten, sind die nicht auch aus Österreich? Aus Wien sogar. Manner Wien steht immer dran. Aber wir sind auf jeden Fall auf der anderen Seite, als du damals gesessen bist. Bei World of Souvenirs, das sieht man doch im Bild, oder? Ich habe noch ein schlagenderes gefunden, da steht Ansplatz. Also es könnte Stephansplatz sein. Und da gibt es einen World of Souvenirs. Ich glaube, da muss man recht nah hinklicken, weil das sieht man ja im Bildausschnitt. Stephansplatz. Ja. U-Bahn? Ja, bei der U-Bahn sind wir da ungefähr. Ah, Mann! Jetzt bist du... Ja, ich hab ja gesagt, wo du klicken sollst. Ja. Ich hab zu lange auf die Kirche geschaut und hab dann zu wenig auf die Karte geschaut. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Nein. Nein. Also hat der Edu, müsste am Ende, obwohl es ja nur Spaß war, müsste der Edu dann gewonnen haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch noch hier unten. Ich verabschiede mich erstmal von dir, Anna. Ciao. Und auch von dir, beziehungsweise, wenn du noch hier abonnieren willst, dann wäre ich dir doch sehr verbunden. Am besten mit Bing, Glocke. Und hier findest du noch ein anderes Themenkartenvideo von einer anderen Begebenheit. Mach's gut und ciao, ciao.